Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal den Ronny vom Kanal Elektroni dabei. Ich grüße euch. Freut mich, dass er da ist. Der fährt ein Tesla Model Y. Ich habe ja bereits in der Vergangenheit einige Videos zum Tesla Model Y aufgenommen. Jetzt ist aber entscheidend, was sagt ein Besitzer zu diesem Fahrzeug? Es ist ja sehr beliebt, mit Abstand die Nummer 1 in den Zulassungszahlen. Und genau deswegen bin ich heute da. Wir haben gerade schon mal ein bisschen gequatscht. Jetzt frage ich dich aber, Ronny, was sollen die Zuschauer als erstes machen? Sie sollen natürlich das Video liken, abonnieren den Kanal und sie sollen vorbeischauen. Bei? Ja, Elektroni könnt ihr vorbeischauen. Ja, Elektroni natürlich auch. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt auch noch die Glocke aktivieren. Ja, müsst ihr auch alles machen, aber ihr müsst bei Shop for Tesla vorbeischauen. Achso, das meinst du? Ja, das meine ich die ganze Zeit. Und okay, natürlich bei unserem Partner. Ja, entweder über seinen Link bestellen oder über meinen. Nein, natürlich über seinen. Das ist sein Video, genau. Über seinen Link bestellen. Das hätte ich. Was natürlich wichtig ist für deine Zuschauer, dass die nicht nur Tesla-Zubehör haben, sondern Shop for EV, sag ich immer mal. Nämlich auch sein. Leider noch nicht für ein MG, Nico Pliquet, was soll das? Warum gibt es noch kein MG-Zubehör? Das müsst ihr auch mal nachliefern, nicht nur VW ID3. Okay, genug gelabert, es ist sehr kalt draußen. Genau, wir gehen ich stelle dem Ronny einfach während der Fahrt ein paar Fragen und das ist vor allen Dingen für diejenigen interessant, die sich für das Model Y interessieren, die vielleicht überlegen, das Fahrzeug zu kaufen oder es vielleicht bereits fahren. Und da seid ihr auch gefragt, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr das Model Y fahrt, was ist eure Erfahrung mit dem Model Y sind, ja, positiv sowie negativ. Genau, wichtig sind auch negative Sachen. Ganz wichtig, genau. Denn, Tesla kann nur das verbessern, was ihr, sag ich mal, moniert. Genau, und durch eure Kommentare helft ihr euch gegenseitig. Wir hatten gerade wieder einen Model Y-Fahrer, der musste Ronny erstmal helfen, der hatte der fährt wenig Ahnung. Seit anderthalb Jahren einen Model Y Performance aus Grünheide und er sagte, er ist zu Recht unzufrieden und er wusste halt nicht, kann ich jetzt mit dem Wagen in die Waschanlage oder nicht. Und Tesla hat ihm einfach gesagt, nee, soll er nicht. Das ist absoluter Quatsch. Warum gibt es denn einen Waschanlagenmodus? Ja, also, so ist es. Ja, also, lass es reingehen, es wird kalt. Ja, es wird sehr kalt. Also Kamera läuft schon, du bist jetzt der Star der Show. Bitte schön, bevor wir losfahren, ist mir gerade noch eingefallen, können wir doch mal zeigen. Die schlauen Zuschauer denken sich jetzt, hä, das Wetter hat sich voll verändert, ihr seid auch schon losgefahren. Ja, okay, ich gebe es zu, wir sind gerade schon gefahren. Aber bevor wir jetzt losfahren, möchte ich das reinschneiden. Und zwar zeigt doch mal gerne, wie viel Platz dieses Fahrzeug hat. Ein Grund, warum sich viele für dieses Fahrzeug nämlich entscheiden. Wir hatten früher, ich erzähle mal kurz von mir und dann kannst du drauf eingehen. Ja, mach mich. Ja, also bei mir war das Problem damals in unserer Familie, wir hatten entweder einen kleinen Kofferraum oder keinen Platz in der zweiten Sitzreihe. Und mit der E-Mobilität, irgendwie verschwimmt diese Grenze jetzt. Man kann beides haben. Ja, genau, perfekt. Als hätten wir kommuniziert. Schaut euch mal diesen riesen Boden an. Da ist jetzt was drin, aber ihr kennt es aus meinen Videos, wie viel Stauraum man hier hat. Wir haben jetzt hier auch eine tolle Klappe, die aufklappt. Wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt wie der Ronny oder Kinderwagen reinpacken wollt. Ja. Also gerade für Kinder ist halt der Platz enorm, wenn du hinten reinschaust. Ja, nicht nur Kinder, auch als Erwachsener sitzt man super, du bist schon weit nach hinten gelehnt. Ich meine es halt nur so, dass halt Kinder da immer gerne durchlaufen. Kannst du mal vielleicht kurz übernehmen. Ja, klar. Und zwar, dann kann man mal sehen, wie viel Platz ich habe, wenn ich mich hinten reinsetze. Tut mir jetzt leid um deine schönen, sauberen Matten, aber... Und der Ronny sitzt wirklich extrem weit hinten. Mhm. Jemand, der normal drin, also der fährt nach vorne wahrscheinlich, wenn drin sitzt. Steht noch ein Stück nach vorne, aber. Also jeder, der normal drin sitzt. Und du bist auch nicht klein, ne? Wie groß bist du? 1,86 bin ich. Ich hatte normalerweise zwei Fäuste Platz. Ich blende euch jetzt mal was ein von meinem Model Y Review damals. Das ist der absolute Hammer. Es gibt kaum Fahrzeug mit so viel Platz. Der EL6 von NIO hatte zum Beispiel so viel Platz, den hatte ich letztens getestet. SUV-typisch halt, ne? Auch hier schön gefilzt, also Materialanmutung. Wenn Leute sagen, Tesla hat eine miese Qualität, vergiss das. Das ist wirklich super geworden bei Tesla. Gibt so viele Videos von mir dazu. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Leute, wenn ihr haten wollt, dann hatet einfach, ist mir egal. Und ich bin jetzt auch kein maximaler Tesla-Jünger. Ich habe das alles dokumentiert, ja, über 3 Jahre Tesla jetzt. Und das ist wirklich eine erfreuliche Entwicklung. Das Fahrzeug, kommt das aus Grünheide? Nein. Nee, aus China noch. Ja, okay, Shanghai. Aber ist eher Jacke wie Hose. Shanghai und Grünheide sind so die wirklich super Produzenten und aus USA kommt ja eh nur noch das S und das X. Das ist dann nicht so relevant für die meisten. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Vielleicht kann man es auch mal von der Seite zeigen, wie viel Platz man da wirklich hat. Das ist schon sehr toll. Auch die Sitze finde ich sehr komfortabel. Du bist ja auch schon längere Strecken damit gefahren. Ja. Du kannst ja auch die Sitze noch, das muss man vielleicht auch erwähnen. Elektrisch umklappen. Nicht umklappen, darum geht es nicht. Du kannst die hier in der Neigung quasi so aufstellen, dass du quasi eine höhere Sitzposition hast. Das wusste ich gar nicht. Und dann kannst du die halt hier stufenlos noch nach hinten verstellen. Einfach hier durch das Drücken. Ah, das wusste ich gar nicht. Einrasten. Ja. Seht ihr? Super. Ich habe letztens gesagt, ich übernehme den Gimbal besser mal wieder. Ich habe, ich filme nicht mehr wieder, hallo, da ist er. Ich habe beim EL6-Video gesagt, den konnte man nämlich elektrisch verstellen, den Sitz hinten. Dass sie das von keinem Auto kennen. Gut, hier ist es nicht elektrisch, aber man kann das auch machen. Ja. Super. Weil ich habe immer mal ein Problem, wenn ich zu aufrecht sitze, ja. Dann kriegt er Rückenschmerzen. Das ist super.
Ja, getönte Scheiben haben wir hinten auch, das hat das Model 3 nicht. Ja, und doppelt verglast. Warum auch hinten. Immer, doppelt das verglast. Das ist damals nicht so gewesen. Und dann seht ihr halt das minimalistische Cockpit. Der Ronny hat ja, wie schon gesehen vielleicht, diese Carbonleisten drin. Sehr, sehr schön vom Shop for Tesla. Ja. Echt Carbon. Ja. Ja, ansonsten, ich setze mich mal ganz kurz rein auf den Fahrersitz. Klar. Ihr habt wahrscheinlich schon viele Tesla-Videos gesehen, sehr puristisch. Das müsste jedem bekannt sein, auch Leute, die kaum Ahnung von Tesla haben. Mir gefällt's, ich bin Freund von Minimalismus, dir auch, oder? Auf ja. Knöpfe hast du keine Lust mehr. Auf Knöpfe hast du keine Lust mehr wahrscheinlich, auf manuelle Knöpfe. Gar nicht. Würde mich auch überfordern, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich finde es noch gut, wenn man so ein paar hat, so für Klimaanlage. Aber, gar nicht. Bin aber überhaupt kein Fan mehr davon. Das ist schon ganz cool hier. Es funktioniert alles rucki-zucki, ja. Seht ihr, wie schnell das ist. Das ist sofort da, instant. Und ihr könnt natürlich auch alles steuern hier. Ja, Kofferraum hinten zumachen und ich öffne mal vorne den Kofferraum, damit wir unsere Runde abschließen können bezüglich des Stauraums. Schaut euch diese wunderschöne Folierung mal an, wie sie hier in der Abendsonne glitzert. Wahnsinnig schön. Seht mal, wie viel Platz man hier vorne hat. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Noch mehr als im Model 3. Wir sind schon zufrieden mit dem Model 3, Frank. Da packen wir unsere Ladekabel und auch, wie du, hier das ganze Servicezeug rein. Ja, das ist wirklich ganz große Klasse. Wie viel Liter hat das, weißt du das? Weiß ich nicht aus dem Kopf, ne. Aber ist schon super. Da kann man nochmal ordentlich was reinpacken. Ja. Ja, genau. Bevor wir losfahren, lieber Ronny, ich habe es gerade gesagt, hier, wie kamen die denn in den Innenraum? Ich weiß nicht, wie die in den Innenraum gekommen sind. Die hast du mir hier reingestellt. Nee, das stimmt nicht. Und das Schöne dabei ist, also diesen Innenraum und Displayreiniger, den musst du haben. Und er hat ihn schon benutzt. Hey, hey, wer sagt, dass das meiner ist? Das ist alles nicht geplant. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Nee, also das ist wirklich super. Das ist das, was ich meine. Bestellt die, wie gesagt, über unsere Links. Also ich sag immer wieder, wir haben ja hier keinen Ramsch, ja. Nee. Made in Germany. Also meine Frau zum Beispiel, kann ich ganz klar sagen, den Glasreiniger, der hat es nicht bei mir in den Innenraum des Fahrzeugs geschafft. Der wird jetzt oben beim Hausputz verwendet. Und ja, so ist es einfach. Das Tolle an denen ist, die sind pH-neutral und da verhält man sich nicht so die Hand. Ja. Also, und vor allem, was schön ist, keine Wegwerfdinger, die kannst du auch nachfüllen. Das würde mich freuen, wenn man einfache Nachfülldinger bekommen würde dadurch. Das wäre super. Genau, und perfekter Zeitpunkt. Super. Ja, perfekter Zeitpunkt. Ihr seht, gerade reingegangen nach dem Drehen. Und jetzt fahren wir mal eine Runde los. Wie gesagt, ich stelle dem Ronny ein paar Fragen zum Model Y. Ihr seht schon, er hat das foliert. Habt ihr gerade auch im Hintergrund gesehen. Man kann ja die Farbe bei Tesla nachträglich anpassen hier digital. Ach, man kann es auch drehen. Das wusste ich gar nicht mittlerweile. Seht ihr, ich fahre so wenig Model 3 in letzter Zeit bei uns. Sehr schön. Ja, für diejenigen, ich will es hier kurz abhandeln, natürlich Software top-notch, ja? Wie bist du zufrieden mit der Software? Was für eine dumme Frage. Ja, nee, das ist schon eine berechtigte Frage, weil das Problem ist, dass Software nicht wirklich immer genau 100% ist. Wie jetzt zum Beispiel, wir können es jetzt gleich mal testen, der automatische Scheibenwischer ist noch nicht auf dem Niveau, wie man ihn als Testerfahrer haben möchte. Das ist einfach so. Wo ich sagen muss, was jetzt letztens reingekommen ist, das Matrix, einfach per Update haben wir einen Scheinwerfer, ja, der ist verbaut, aber wir haben den ja nicht beim Zeitpunkt des Kaufes jemals irgendwo ausgepriesen bekommen, sondern er war einfach dabei. Ja. Und jetzt haben wir einfach die Software dazu bekommen und es funktioniert hervorragend. Schaut da einfach mal bei seinem Video vorbei, er hat es getestet schon, weil die Model Y haben das schon bekommen, unser Model 3 hat es irgendwie immer noch nicht, das Matrix LED. Licht und du hast gesagt, funktioniert auch super, ja. Sehr gut. Ich starte einfach mal. Ja. Ich hatte einen Radfahrer, der hatte keine Beleuchtung selber und jetzt wofür Effekt? Perfekte Funktionsweise. Perfekt. So. Ja, perfekte Funktionsweise des Scheibenwischer. Er funktioniert jetzt natürlich einwandfrei. Wollte man jetzt mal wieder sagen, dass das nicht so gut funktioniert, aber dann funktioniert es auf einmal. Ja, auf jeden Fall. Für mich, Software ist natürlich ein ganz anderes Level. Viele sagen halt, das habe ich dir ja eingangs auch schon gesagt, weil wir uns schon sehr lange unterhalten haben jetzt hier, dass das Problem ist, viele denken, dass Tesla ein Autobauer ist. Tesla ist eigentlich ein Softwareunternehmen und die bauen um ihre Software verschiedene Sachen. Entweder es ist eine Tesla Wallbox oder es ist ein Fahrzeug. Das muss man einfach so sehen. Also Software kann viel, könnte aber auch besser sein in verschiedenen Dingen, wie jetzt zum Beispiel, warum bestellst du die ganze Zeit? Ja, jetzt sieht es mir ganz perfekt hier, Leute. Das ist das Problem mit dem Scheibenwischer. Genau. Das sind aber so Sachen. Ich möchte kurz was einwerfen, bevor ich es vergesse. Und zwar, wir haben das vorhin schon besprochen. Wir haben ja diesen Model Y-Fahrer gehabt, der ja ein bisschen unzufrieden war. Du bist bei Tesla auch Beta-Tester, so dein Leben lang, wenn du, solange du Tesla fährst. Ist kein normales Auto. Man muss ja auch ein paar
erklär du am besten. Du hast das, es vorhin so ja, gut das, erklärt. Das Produkt reift beim Kunden. Ja, genau. Das ist leider bei Tesla so. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, wann du besser keinen Tesla fahren solltest. Und da sind diese Punkte mit dabei, dass du auch mal damit klarkommen musst, wenn etwas nicht so gut funktioniert. Ja, wie jetzt hört er wieder auf. Es ist eigentlich perfekt so, so sollte es auch sein, dass er jetzt nicht wischt. Aber ja, für mich aber immer noch King ist auf jeden Fall sowas wie der Autopilot, ne, den du auch jederzeit auf der Landstraße in der Innenstadt, du kannst ihn überall verwenden. Wie sind da deine Erfahrungen mit Phantombremsen und so weiter? Natürlich habe ich die, aber ich bin einer, der akribisch meldet. So, jetzt habt ihr mich nochmal hier vor der Kamera, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Wir persönlich nutzen Autopilot wenig, muss ich ehrlich gestehen, weil er bei uns diese Vorabtonbremsung oft gebracht hat. Ich weiß, ich habe sie nicht gemeldet. Okay, pass auf, aber jetzt kommt's. Es gibt auch Leute, die es 50er Schild. Ja. Ich lasse jetzt die ganze Zeit Autopilot. Und guck mal, jetzt hat er die 50 schon erkannt. Ja. Durch die GPS. Eigentlich genau richtig. Das ist irgendwie zu drehen, ja. Wir sind fast am Dingens genau auf 50 gewesen. So, jetzt kommt aber ein Kreisverkehr, den kennt er natürlich nicht. Deswegen müssen wir das jetzt rausnehmen, den Autopiloten. Aber nachdem wir jetzt hier rübergefahren sind, werde ich den sofort wieder aktivieren. Und dann kannst du auf jeden Fall mal schauen. Du wirst es ja jetzt erleben, wie er ist. Auf jeden Fall ist die Funktionsweise des Autopiloten meiner Meinung nach hervorragend. Wir haben jetzt wieder 70, jetzt gleich kommt ein 50er Schild. Ich kenne die Strecke halt in- und auswendig, deswegen. Jetzt kommt ein 50er Schild hier. Die liest er aber auch recht gut. Er liest die, aber er macht viel zu spät runter, siehst du? Das ist so ein Problem, ja. Das darf er halt nicht sein. Er packt es dann zu spät das runter. Das ist in meinen Augen, die sind softwaremäßig super, aber das ist leider eine Schwachstelle. Jetzt haben wir 70, jetzt fährt er aber wieder. Die Schilderkennung wurde ja auch oft kritisiert, die ist mittlerweile phänomenal. Generell, jetzt meine Erfahrung als Tesla-Fahrer auch, also ich fahre ja ein MG, aber wir haben auch ein Tesla Model 3, das ich immer wieder fahre. Und die haben an diesen ganzen Kritikpunkten immer wieder gearbeitet. Sei es jetzt Schildererkennung, die nicht vorhanden war, funktioniert jetzt einwandfrei oder würdest du auch sagen? Wir werden jetzt gleich, du sagst es jetzt gerade, das Problem ist, jetzt kommt gleich nämlich eine Stelle, da ist aufgehoben. Ja. Und erkennt er nicht. Ja, okay. Hallo, also, das schneiden wir raus. Na gut, wir lassen es natürlich drin. Nein, ja. Genau, das musst du halt drin lassen, das musst du sagen. Also das sind so Punkte, ne, du willst mir ja Fragen stellen und ich möchte ja nicht daherkommen und sagen, ich bin ein absoluter Fanboy. Keine Sache. Ja, also manchmal hat er schon noch so, gerade mit diesem Unbegrenzt, das kenne ich auch. Ja. Aber jetzt so die 70 normale Straßenschilder erkennt er schon relativ zuverlässig. Guck mal, der fährt jetzt super. Also, ja, fährt echt super. Ne? Also, du wirst auch gleich, wir haben jetzt... Nee, das Kurvenverhalten war eh schon immer super. Die Zentrierung und so weiter habe ich nie kritisiert. Lediglich dieses Phantomgebremse habe ich nie verstanden, warum er das da gemacht hat. Aufgehoben Schild. Ja, hier ist das 70er-Schild. Er visualisiert es auch hier. Ja. Nichts. Passiert nichts, ja. Passiert nichts. Was wir manchmal haben, ist, er zeigt 120 an. Ja, pass auf. Guck mal. Statt unbegrenzt. Das hatten wir auch schon. Der hinter mir zurecht hängt er mir jetzt auf der Pelle, weil hier ist er jetzt aufgehoben. Ja, so. Das ist schade, ja. Und das ist halt schlecht. So, jetzt kann ich das überstimmen, klar. Ja. Kann halt schneller fahren. Das ist auch so eine Sache. Guck mal, jetzt kommt hier von der Gegenseite, die müssen jetzt hier 70 fahren. Und achte mal jetzt hier. Jetzt hat er die 100. Ja. Das kann ich hier übernehmen. Wenn man drauf, genau, wenn man drauf tippt, übernimmt er das Ganze. Aber das ist schlecht. Das ist, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann Tesla, egal mit welcher Software, wesentlich besser. Ja. Ja? So, jetzt fahren wir hier unsere 100. Jetzt kommt eine Ampel. Gut, davor steht jetzt einer. Mit 100 jetzt da reinbremsen würde ich jetzt nicht machen. Ich bremse lieber mal runter. Würde denn gut bremsen runter? Ja, pass auf, wir können ja testen. So, wir dürfen jetzt eh nur nach 70 fahren. 70. Ne? Aber ich lasse ihn jetzt einfach mal hinter den hinterher. Ich hoffe, dass er gerade rausfahren will, weil sonst haben wir keinen an der Ampel stehen. Ja gut, also damit es kein Autopilot-Test wird, du bist zufrieden mit dem Autopilot, kann man zusammenfassen. Auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Meine Kritik jetzt, um das Autopilot-Thema abzuschließen, wäre auch noch, dass er, finde ich, wenn man jetzt die Spur wechseln will, du musst erstens bestätigen, wenn du wieder in der neuen Spur bist, das verstehe ich nicht. Ja. Das ist irgendwie unverständlich, weil andere Autopilot-Systeme gehen direkt rein. So, was gibt's sonst? Batteriedegradation, bevor ich es vergesse, ist so eine Thematik. Wie lange fährst du den Wagen jetzt? 30.000 Kilometer, glaube ich. 20.000, also 18.000, also fast 19.000, um genau zu sein, also fast 20.000. Und ich habe jetzt aktuell noch nutzbare Batteriekapazität, 96,4 waren es, glaube ich. Ja, da ist ja die Thematik auch oft, Leute sind so schockiert, warum fallen die am Anfang so stark ab, aber das ist komplett normal. Du kennst bestimmt auch die Degradationskurven, oder? Die fallen am Anfang deutlich stärker ab in ihrer Kapazität, die Akkus. Auf 8-10%, kann man sagen. Genau, und dann halten die das sehr lange. Und dann, also das ist quasi wie so ein fallender Börsenkurs, der fällt stark auf die 8-10% und danach bleibt er eigentlich aber waagerecht. Aber nicht wie die Fisker Ocean Aktie, oder? Nee, so nicht. Aber der wird dann so lange waagerecht,
waagerecht laufen wie die Telekom-Aktie seit 20 Jahren. Ja, okay. Ja, also könnt ihr komplett beruhigt sein. Du hast wahrscheinlich wenig gemerkt im Alltag oder an Reichweiteneinbußen. Gar nicht. Ich meine, also, so 20.000 Kilometer ist jetzt auch nicht viel, aber wir haben jetzt fast 80.000 drauf. Wir merken auch kaum was. Da ist ja auch ein Puffer eingebaut. Also für diejenigen, die jetzt überlegen, okay, mein Model Y ist vielleicht mein erstes Elektrofahrzeug. Viele kaufen sich ja in letzter Zeit ein Model Y. Gab ja auch die tolle Aktion. Hast du ja auch darüber berichtet. 0%, ja. Da müsst ihr vor der Akkuthematik keine Angst haben. Die Akkus halten viel länger, als wir je gedacht haben. Und auch die Motoren sind mittlerweile absolut kein Problem mehr. Es war ein reines Model S-Problem früher. Okay, ja. Ich verrenne mich wieder in die Themen hier mit dem Model S. Was gibt es denn sonst noch, was man erzählen kann? Thema Langstrecke. Das ist ja ein Fahrzeug mit Familie und so weiter. Ich habe ein Long-Range-Modell, genau, für die Leute, die es jetzt nicht wissen. Ich habe einen Long-Range und ich habe meine ersten Videos waren natürlich auch langstreckentaugliche Videos. Ich habe jetzt zum Beispiel nächste Woche steht wieder der übliche jährliche Holland-Besuch an, dass wir quasi in Urlaub fahren für 2-3 Tage. Das Problem ist, dass man immer denkt, man muss viel Reichweite haben. Mit dem, also ich fahre jetzt seit 3 Jahren Tesla, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich mir immer nur einen Standard-Range holen. Ja. Weil ich einfach diesen großen Akku niemals nutzen muss. Das Schöne ist ja dabei, einen Standard Range fährst du ja von 0 bis 100 oder von 20 bis 100, so kann man es auch sagen. Ja. Den Long Range fährst du ja nur zwischen 20 und 80. Genau, ja. Das heißt, ich fahre eigentlich einen Standard Range. Kurz für die Zuschauer, die das nicht wissen, warum fährt man auf 100? Ganz einfach, weil das Standard Range Modell hat den LFP-Akku von BYD. Es gibt auch noch einen anderen von, ist der von LG oder? Es gibt zwei LFP-Akkus. Bei dem LFP bin ich gar nicht so sicher. Aber ich weiß auf jeden Fall den BYD, genau. Ja. Und den könnt ihr dann einmal die Woche, empfiehlt das Tesla die Woche oder auch könnt ihr zweimal auch die Woche. Oder zweimal die Woche empfehlen die das. Das weißt du besser als ich. Mhm. Da könnt ihr den dann auf 100% laden, ohne jetzt dem Akku langfristig zu schaden. Das braucht er zur Kalibrierung, glaube ich, ne? Ja. Das, ja. Damit er weiß, wie voll ich sein kann. Und, genau, ja. Das ist ein Vorteil. Natürlich, kältetechnisch war das in der Vergangenheit so bei Model 3, dass die dann etwas langsamer geladen haben. Wir hatten ja auch, wir haben ja ein Standard Range Model 3 und der Ex-Freund meiner Mutter hatte einen mit LFP-Akku. Wir hingegen einen mit einem NMC-Akku und der mit dem LFP-Akku hat immer etwas langsamer geladen. Das ist jetzt beim neuen Model Y aber auch nicht so, weil der von BYD so toll ist, dass die mittlerweile auch schnell laden, auch im Winter, ja, also absolut kein Problem. Und ich kann das unterschreiben, ja, mit Standard Range. Wir fahren ja ein Model 3 Standard Range und nach spätestens 300 Kilometern wollen wir persönlich immer eine Pause machen. Ja. Meine Mutter möchte dann auf Toilette oder einen Kaffee holen und deswegen braucht die große Batterie nicht. Der einzige Vorteil ist natürlich, das kannst du mir jetzt wahrscheinlich unterschreiben, du kannst halt schneller fahren. Du kannst vielleicht auch nach 300 Kilometern deinen Stopp machen, aber du kannst ja halt etwas schneller fahren, weil der Akku einfach größer ist. Ja. Also du sagst jetzt zum Beispiel, ich würde am Supercharger XY mit dem Standard Range mit 10% ankommen, würdest du ja mit dem Long Range mit einer größeren Restreichweite ankommen, theoretisch. 15, 20%, genau. Prozent, ja. Aber das, du wenn hast du halt trotzdem Vorteil, mit 10 ankommen willst, kannst du halt schneller fahren. Das ist halt der Vorteil. Du hast beim Long Range halt den Vorteil, dass ich sage, wenn ich jetzt am Montag zum Beispiel, am Dienstag in die Niederlande fahre, dann sage ich, pass auf, mach mir in der Nacht, wenn du natürlich eine Wallbox hast zu Hause, vorausgesetzt allerdings, wenn du keine zu Hause hast, dann kannst du halt am Supercharger den vollladen lassen. Das geht natürlich. Guck mal, das ist auch so ein Ding. Beste Beispiel. 50 erkennt er, weil er eben 50 war. Ja. Aber er checkt es einfach nicht. Hier ist eine Landstraße, wo 100 erlaubt ist. Ich kann jetzt hier maximal 60 einstellen. Er fährt jetzt 60. Jetzt hat er die 100 übernommen. Das ist einfach zu spät. Das ist das, was ich meinte. Generell, das ist mir ein bisschen zu langsam alles. Sei es jetzt das Hochbeschleunigen, was ich vorhin meinte. Aber das ist okay. Oder auch das Übernehmen. Macht er das gerade selber? Das ist selber, okay, ich mache nichts. Hey, bei uns macht das aber nicht so schnell. Dann ist es vielleicht eine Einstellungssache. Weiß ich nicht. Also oder einstellen kann man das doch nicht. Okay, ihr könnt mich nicht als Maßstab nehmen, wir nutzen den auch wenig. Vielleicht bin ich auch einfach. Vielleicht haben sie das irgendwann geändert und jetzt macht er schneller. So. Wahrscheinlich. Das wäre jetzt, so jetzt okay. Das wäre jetzt so der nächste Punkt, den ich dir sagen würde als Tesla-Fahrer. Ich bin halt ziemlich zufrieden mit den Software-Updates, die kommen. Oh ja, also in der nächstes Thema, Over-the-Air-Updates. Ja. Ich versuche das ein bisschen so zu gestalten für diejenigen, die mit Tesla noch nichts am Hut hatten, falls jetzt niemand sich hierher verwirrt. Erklär es mal ein bisschen. Versuch es mal ein bisschen. Normalerweise ist es ja so, ich kaufe ein Auto und das hat dann den vollen Funktionsumfang und ändert sich kaum noch. Gar nicht. Und ja. Autos ändern sich eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Du fährst dann schön in die Werkstatt, bezahlst immer schön die ganzen Inspektionen und alles. Das hast du hier auch nicht. Ja, du gehst quasi beim Tesla, es ist halt ganz einfach so, ich habe den Wagen, also ich fahre Tesla seit 3 Jahren, den Wagen habe ich jetzt seit 1,5 und man muss dabei sagen, ich habe hier Funktionen wie zum Beispiel das Blinken
Ja, ich habe, hinter mir ist gerade keiner, wir können das mal eben machen, dass ich jetzt hier eine Totwinkelkamera habe. Wenn die mir da nicht passt, dann kann ich die hier rüberschieben. Ja, sieht man das auf der oberen Kamera? Sonst das würde man sehen, denke ich mal. Also ich muss mal hoffentlich. Nee, sieht man nicht. Doch, da sieht man es. Ein bisschen, aber nur. Ja, ansonsten machst du es halt nochmal neu. Ja, so, das kann ich einblenden. Ja, und was auch neu dazu kam, ihr habt zum Beispiel einfach einen Totwinkelwarner reinbekommen, was eigentlich eine Hardware-Sache ist. Er zeigt dann einfach rot an, hier in der Totwinkelkamera, wenn jetzt jemand im toten Winkel ist. Weißt du, hier an der Seite. Da kommt so ein roter Streifen im Bild. Genau. Und der Wagen, der das Hindernis ist, wird dir hier in dieser Vorschau auch noch in rot gezeigt. Und auch die gestrichelte Linie. Das kommt aber dann dazu, ob du diese Assistenzsysteme alles eingestellt hast. Auf jeden Fall over the air, zurück zu dem Thema. Ich plane aktuell auch ein Video mit so vielen Updates, die da reingekommen sind. Ich nehme nur mal ein paar Beispiele, sonst wird das Video einfach zu lang. Wir haben Apple Podcast. Ich bin ein Riesenfan von Apple Podcast. Oh ja, weil, sehr cool. Ja, ich bin jemand, weil ich Podcasts in 1,8er Geschwindigkeit höre. Immer, alles. Und das Problem ist, das kann Spotify, die App, die ich hier im Tesla drin hatte, schon immer, kann das nicht. Und das ist eine Sache, will ich nicht. Ich will, dass die das immer macht, wie ich das haben möchte. Und ich möchte eine nahtlose Synchronisation haben. Die habe ich halt auch nur dann, wenn ich dieselbe App nutze, am Handy oder halt am Dingens. Kam jetzt auch per Update rein. Wir haben jetzt hier Apple Music bekommen. Da muss ich ganz kurz ausholen. Jemand aus der Community hat damals mich gefragt, was soll er sich holen, ID3 oder Model 3. Und da habe ich gesagt, fahr beide Probe und schalte dich selber. Er hat sich dann für heute natürlich das Model 3 entschieden. Und hatte das immer... Das Neue dann? Oder? Nee, der hat damals, so der hat schon vor anderthalb, der Lude. Ah ja, okay. Ach so, ja. Der ja. ist das. Ja. Und der hat vor mir damals aber gesagt, mir fehlt halt Apple Music. Das fehlte ihm. Da habe ich gesagt, pass auf, kann sein, dass es als Update irgendwann kommt. Und dann hast du den Punkt weg. Und kam jetzt auch als Update. Kam per Update. Und das ist einfach der springende Punkt. Zum Beispiel bei der Kamera wollte ich noch was dazu sagen, wo ich das gerade verschoben habe. Als erstes haben wir die Kamera bekommen und da war die hier unten, ganz unten links am Bildschirmrand. Und wenn ich bin relativ groß, wenn ich so fahre, dann konnte ich die Kamera nicht so gut sehen. Wenn ich 10 vor 10 am Lenkrad fahre, sehe ich das nicht. Oder ich muss das Lenkrad so tief stellen, dass ich es dann sehe. Macht aber keinen Sinn, weil ich den Bildschirm nicht das verschieben kann in der Position, wie ich es haben möchte. Es ist ja so, dass schon seit längerem Gerüchte zum Model Y Facelift kursieren. Würdest du jetzt aktuell noch raten, das Model Y zu holen? Ja, auf jeden Fall. Für die Zuschauer, die sich ein bisschen auskennen, diese 0% Finanzierungsgeschichte, die ist ja gerade rum, wo wir das Video aufnehmen. Also bei der 0% Geschichte war klar, hätte ich auch jedem geraten, das Model Y zu nehmen, auch wenn es das ältere dann ist. Aber würdest du jetzt noch raten oder sollte man lieber warten? Weil ich finde, der Innenraum, ich würde jetzt nicht sagen, ist jetzt nicht in die Jahre gekommen, aber der vom Model 3 ist wesentlich nochmal eine Aufwertung. Ich bin das neue Model 3 ja auch gefahren. Wenn euch das interessiert, könnt ihr jetzt mal auf die Infobox klicken. Was wirst du da sagen jetzt? Wenn du unbedingt Innenraumbeleuchtung brauchst, also sprich hier diese Zierleiste. Und fehlende Blinkerhebel. Und wenn du die Blinkerhebel, sag ich mal, nicht brauchst, dann kannst du auf das Model 3 und da solltest du auf das Model Y Upgrade warten. Wenn du aber sagst, mir ist es egal, Hauptsache ich kriege die Software-Updates und ich muss einen Blinkerhebel haben und Licht brauche ich nicht, kann ich nachrüsten, dann kauf. Punkt. Wenn ihr jetzt überlegt, ich habe noch nie ein E-Auto gehabt oder so, das ist auch so eine Thematik, die ich noch ansprechen wollte. Das wirst du mir jetzt auch zustimmen auf jeden Fall. Bei Tesla ist es so, die sind perfekt geeignet für Anfänger, für E-Auto-Anfänger. Du musst dich nur reinsetzen, ein bisschen wie bei Apple, keine Bedienungsanleitung lesen, reinsetzen und fahren. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich will nach Rom oder Oslo fahren, meine typischen Ziele, die ich immer in meinen Reviews abfrage, dann gebe ich das ein und er berechnet mir die gesamte Route. Wir blenden euch jetzt einfach mal was ein. Ich habe innerhalb von ein paar Sekunden komplett alle Informationen, die ich brauche und muss mich um nichts kümmern. Was ja auch für mich so ein Gamechanger ist beim Tesla, egal wo du hin willst, selbst wenn du einen Termin und dann mit deinem Handy gekoppelt hast, du steigst ins Auto, er nimmt direkt den Termin an und du kannst losfahren und du hast die Navigation. Das hatte ich zum Beispiel vorhin mit dir, weil wir gesagt haben, wir treffen uns da und da und dann machen wir das, dann zack, steckst du in dein Auto ein und dann geht's los. So, und jetzt wollen wir einfach spontan nach Rom, Navigation nach Rom. So, und es ist direkt da, Leute. Jetzt sagen wir natürlich Mittelpunkt, genau, weil wir jetzt halt keine Adresse haben. Zack, da ist die Route. Ja,
Das ist wie zur Hölle geht das so schnell? Jetzt hat er direkt alle Supercharger, die übrigens ja und alle von Tesla sind, für diejenigen, die das nicht wissen. Und ihr müsst auch nicht irgendwie eine Karte dran halten zu bezahlen. Ihr fahrt einfach hin, steckt das Kabel rein, fertig. Das wird über eure Kreditkarte dann abgerechnet. So, und jetzt habt ihr alle Informationen. Ihr seht die Preise, die sind von Tageszeit unterschiedlich, je nach Auslastung. Ihr seht die Bilder schön vom Supercharger. Ja, was will man mehr? Und er zeigt euch auch an, wie lange ihr stehen müsst. Er sagt auch in der App und so weiter, so und so viele Minuten noch zur Weiterfahrt. Ja, er wird jetzt mit 13% ankommen. Das ist doch der Hammer. DJI, herzlichen Glückwunsch, ist wieder überhitzt, aber absolut kein Problem. Dann nehmen wir einfach diese Kameraperspektive. Genau. Ich wollte aufs Platzangebot eingehen, weil du ja ein Hundebesitzer bist. Ja. Ihr habt ja im Gegensatz zum Model 3 hier eine Klappe, die richtig schön nach oben aufgeht. Kann ich euch gleich auch nochmal einblenden. Im Gegensatz zum Model 3, wo man nur so eine kleine Ladeluke hat. Das heißt, man kann da perfekt Hundeboxen reinpacken, Kinderwagen. Kinder hast du noch nicht, ne? Nee. Okay. Wird auch, also bei uns sind keine mehr geplant. Also. Okay, aber ein Hund. Das ist ja auch so eine Sache, der gerne ein bisschen Platz haben möchte. Wir hatten auch 7 Jahre einen Hund, ja. Und also nicht abgegeben, ist dann verstorben, ja. Mhm. Dann fragt meine Mutter jetzt nichts Falsches denken, liebe Zuschauer. Warum ist der Gimbal jetzt wieder schief? Hallo? Das ist wieder so schief. Na. Okay. Der Gimbal macht, was er will. Ja, das kennen die Zuschauer ja schon. Du bist da absolut zufrieden mit dem Hund, Hundebox und so weiter. Also, wir haben die Hundebox hinten drin, werden wir euch, wie gesagt, dann hier einblenden. Und das ist halt, die ist auch angefertigt, das gibt es ja auch mittlerweile. Das ist ja das Schöne, dass mittlerweile immer mehr, wie auch zum Beispiel mein Dashboard, ihr habt es wahrscheinlich schon im Video gesehen, ich habe hier die Dashboard-Leisten von Schöpfer Tesla, kriegt ihr die auch. Und das sind halt so Funktionen, die, ich sag jetzt mal, oder besser gesagt, Zubehörsachen, die jetzt immer mehr dazukommen, die es halt früher nicht gab. Und das ist halt das Schöne. Ja. Tesla macht einfach diese Sachen dazu. Das ist einfach das Tolle dabei. Das finde ich, also ich kann euch wirklich raten, wenn ihr einen Hund habt oder so weiter, überlegt euch das Model Y zu holen, weil preislich sind sie ja nicht weit auseinander, das kannst du mir jetzt auch sagen. Wie weit sind die auseinander, Model 3 und Y? Du hast Model 3, kriegst du das Long Range für, ich glaube, 52.000 und das Long Range hier kostet 55.900, also knappe 3.000, 4.000. Vielleicht. Es gab aber auch mal Zeiten, da waren die... Da war es über 10. Ich habe den hier, der war 61. Aber es gab auch mal Zeiten, da waren die nur 1.000 Euro entfernt, Standard Range. Das Model Y und so. Also Standard Range und Dings, die sind aktuell, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro. Ja, aber da kriegt man hier viel mehr Platz. Auf der Webseite, ja. Ja, deswegen ist das Model Y auch so beliebt und das Model 3 ist so ein bisschen gerade am nicht untergehen, wird immer noch super zugelassen, aber halt nicht so beliebt wie das Model Y. Genau. Okay, super. Dann schauen wir uns mal kurz, ich mache jetzt nur kurz die Aufnahme vom Heck, also von der Hundebox und so weiter. Und währenddessen überlege ich noch, ob ich was vergessen habe und bedanke mich schon mal für die tolle Fahrt. Danke, lieber Tesla Autopilot, und danke für die Fragen, die du mir beantwortet hast. Sehr gerne. Genau.